Willkommen zu meinem Praktikakurs Sachanlagen nach IAS 16. Was werde ich hier behandeln? Es geht zum einen um den Ansatz von Sachanlagen. Wie ist das mit hier den entsprechenden Ansatzkriterien? Was ist mit dem Ausweis und natürlich großes Thema mit der Bewertung, die ich hier ausführlich äh, besprechen werde. Was äh, ist nämlich wichtig fürs Neubewertungsmodell? Was ist das Anschaffungskostmodell? Wie habe ich hier zu verfahren mit den Abschreibungen, mit den Wertminderungen? Was ist insbesondere mit erfolgsneutraler Auf- und Abwertung, mit erfolgswirksamer Auf- und Abwertung? Und wie spielt hier der Komponentenansatz rein? All diese schönen Dinge, insbesondere dann der Wertminderungsaufwand nach dem anderen Standard, nach dem IAS 36 dann, nämlich, all das wird hier drankommen. Ich würde sagen, wir sehen uns.